Phänomen und Phantom zugleich. Dieter Schwarz. Er hält sich bedeckt. Nur wenige wissen, wer der Mann hinter den Kulissen von Lidl und Kaufland ist. Und doch hat er es geschafft, einen Großkonzern aus dem Nichts zu erschaffen. Wenn auch oft mit ziemlich fragwürdigen Methoden. Einschüchterung, Drohungen und unlautere Methoden begleiten die Vergangenheit der Lidl-Gruppe. Also, wer ist Dieter Schwarz wirklich? Doch stopp! Wenn du bis zum Ende dabei bleibst, haben wir noch eine Überraschung für dich. Sei gespannt! Das Phantom Dieter Schwarz wird am 24. September 1939 in Heilbronn, Baden-Württemberg, geboren. Später wird die Familie jedoch auf Anraten der Polizei von dort wegziehen. Warum? Stell dir vor, du bist Dieter. Deine Geburt ist überschattet von einem schrecklichen Ereignis. Gerade 3 Wochen ist es her, dass Deutschland in Polen eingefallen ist. Du befindest dich also am Anfang des Zweiten Weltkrieges. Auch in Heilbronn mussten die Menschen den Nazis Folge leisten, und zwar ohne Wenn und Aber. Besonders die Kaufleute, so wie dein Vater einer ist, kämpfen zu dieser Zeit. Doch er ist ein Mann mit scharfem Geschäftssinn und hat schon andere Katastrophen überlebt. Oft wird er dir mit Stolz in den Augen die Geschichte deiner Vorfahren erzählen. Bereits dein Urgroßvater August Schwarz war 1836 ein bekannter und geschätzter Kaufmann mit einem kleinen Kaufhaus in der Stadtmitte. Er war einer der wohlhabendsten Bürger der Region. Sein Sohn und sein Enkel, dein Vater, beide mit dem Namen Josef, waren ebenfalls Kaufmänner. Und so wurde es dir in die Wiege gelegt, auch einer zu sein. Dein Vater stieg im Jahr 1925 in eine Lebensmittelgroßhandlung ein. Doch es waren harte Zeiten, denn nur 4 Jahre später hatte der New Yorker Börsencrash die deutsche Wirtschaft voll im Griff. Banken schlossen, Firmen gingen bankrott und keiner wusste, wie es weitergehen soll. Auch der Lebensmittelhändler deines Vaters konnte sich irgendwann nicht länger über Wasser halten und ging in den finanziellen Lasten unter. Es war eine Zeit, in der das Geschick deines Vaters gefragt war, während die Sorgen über die Zukunft ihn zermürben. Doch er gab nicht auf. 1930 gründet er schließlich mit einem Freund der Familie, der ein Geschäft mit dem Namen Lidl besaß, das Unternehmen namens Lidl und Schwarz KG. Die ersten Jahre waren wie aller Anfang schwer, denn die Konkurrenz schlief auch in Heilbronn nicht und so brauchten dein Vater und sein Geschäftspartner einen Plan. Mit dem Handwagen lieferten sie von nun an die Waren bis vor die Tür der Kundschaft, ein Service, der zu dieser Zeit vollkommen unüblich war und die Kunden deines Vaters begeisterte. Deine frühe Kindheit ist nicht gerade unbeschwert. Das Nazi-Regime hat die Macht an sich gerissen und Deutschland befindet sich in Dunkelheit und Nebel. Neben deinem Vater und deiner Mutter Else gibt es noch Edith und Lotte, deine beiden Schwestern. Alle hungrigen Mäuler wollen gefüttert werden. Dazu kommt die Gefahr für Leib und Leben, denn dein Vater will sich den Anordnungen der Nazis nämlich nicht beugen. Er hält nichts vom Judenhass. Immer wieder wird er von den Faschisten mit einem jüdischen Freund auf der Straße entdeckt. Eines Tages trifft er einen von ihnen auf der Straße. Er gibt ihm die Hand. Sein Freund, ein Professor, warnt ihn noch. Er sagt ihm: »Herr Schwarz, Sie wissen doch, dass Sie mich nicht auf offener Straße mit Handschlag begrüßen dürfen.« Doch es ist zu spät. 2 Beamte der Gestapo hatten deinen Vater bereits beobachtet. Kurze Zeit darauf flattert ein Brief ins Haus. Die Nazis fordern, dass er als Kaufmann in die NSDAP eintritt. Doch er weigert sich vehement. Das Ergebnis? Boykott. Jegliche Lieferung von Früchten und Zucker werden für deinen Vater eingestellt. Außerdem verliert er viele Kunden. Das Bild von Südfrüchten passt nicht in die Anschauung des Nazi-Regimes. Du bist nun 5 Jahre alt. Heilbronn steht unter starkem Beschuss. Die Luftangriffe der Briten legen die Stadt in Schutt und Asche. Im Keller des Wohnhauses überlebst du mit deiner Familie, als das Unternehmen deines Vaters, Lidl und Schwarz, in Trümmer geschlagen wird. Am 4. Dezember 1944 ist Heilbronn völlig zerstört. Die Heilbronner Bürger, deine Nachbarn, deine Freunde und auch deine Familie beschließen, die Stadt wieder aufzubauen.
Und nicht nur das, der Unternehmergeist deines Vaters ist so stark wie nie zuvor. Er räumt die Garage aus, das einzige, was von eurem Heim noch stehen geblieben ist, und nutzt sie als Verkaufsladen. Und du? Die Bilder, die du gesehen hast, haben dich geprägt. Du sitzt in der Schule und denkst Tag für Tag darüber nach, auszubrechen. Dann, eines Tages, haust du ab. Für ein ganzes Jahr gehst du in die USA. Amerika, das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Dir scheint es fast so, als gäbe es keine Sorgen, keine Zerstörung, keine Luftangriffe. Im Gegenteil, das Land ist geprägt vom Konsum. Die Supermärkte sind randvoll und die Menschen kaufen, was das Zeug hält. 1957 kehrst du nach Heilbronn zurück und machst am Theodor-Heuss-Gymnasium dein Abitur. Doch du bist nicht mehr derselbe. Jetzt träumst du davon zu studieren, aber du kannst deinen Traum nicht erfüllen. Dein Vater steckt dich einfach in das Familienunternehmen und erwartet von dir, dieses zu leiten. Schließlich bist du der einzige männliche Nachfahre und zu dieser Zeit hatten Männer nun mal das Sagen. Doch es ist alles gar nicht so einfach. Während du dein Leben in den USA genossen hast, hat er eine neue Geschäftsidee implementiert. Das Wirtschaftswunder hatte die Taschen deiner Familie gefüllt. Im Jahr 1954 konnte dein Vater über 2,2 Millionen D-Mark umsetzen. 5 Jahre später sollte es bereits doppelt so viel sein. Doch was war in diesen Jahren geschehen? Es war der Verdienst deines Vaters, der das System in seinem Unternehmen änderte. Einzelhändler wurden nicht mehr beliefert, sondern kamen zur Abholung der Waren und bezahlten bar. Somit floss der Umsatz viel schneller in die Kasse und er musste sich nicht mehr mit lästigen Logistikproblemen herumschlagen. Sein Plan war grandios und ging auf. 1960 ist ein ereignisreiches Jahr für dich. Es ist das Jahr, in dem du endlich Franziska Weipert heiratest, die du auf deiner Amerikareise kennengelernt hast. Mit ihr wirst du 2 wundervolle Töchter namens Regine und Monika haben. Außerdem ist es das Jahr, in dem dein Vater und du das Unternehmen Handels- und Fruchthof GmbH gründet. Doch was nun? In der Familiengeschichte hieß es immer, wie der Vater, so der Sohn. Aber du hast keinen Sohn. Wird es bei dir also heißen, wie der Vater, so die Tochter? Eines Tages in den frühen 1970er Jahren klopfst du an die Bürotür deines Vaters. Du willst wachsen und weißt, dass das nur geht, wenn auch das Unternehmen wächst. Eine neue Zentrale schwebt dir vor. Als du heute früh die Zeitung gelesen hast, ist dir etwas ins Auge gestochen, wovon du deinen Vater jetzt überzeugen willst. Du zeigst ihm den Artikel, in dem die Rede davon ist, dass Bürgermeister Erhard Klotz von Neckarsulm ein Industriegebiet errichten will. Warum also nicht mit ihm ins Geschäft kommen und dort die Zentrale erbauen? Dein Vater ist überzeugt. Ihr setzt euch sofort ins Auto und fahrt ins nahegelegene Neckarsulm. Dort angekommen, werdet ihr von der Sekretärin begrüßt und zum Büro gebeten. Dein Vater stößt die Tür energisch auf und ihr tretet ein. Erhard Klotz, den wir alle aus der SPD kennen, wird später sagen, »Ich kann mich sehr gut an diesen Moment erinnern. Josef Schwarz war eine beeindruckende Persönlichkeit.« Die Geschäftsverhandlungen beginnen und dein Vater fragt geradeaus, wann können wir anfangen zu bauen? Er ist kein Mann großer Worte, er ist knallhart. Doch für die Heilbronner Stadtverwaltung fühlt sich euer Schritt an wie ein Stück Verrat an der Heimat. War es das nicht irgendwie auch? In den 1960er Jahren ändert sich das Einkaufssystem vom typisch deutschen Tante-Emma-Laden zu der Selbstbedienung in den Lebensmittelgroßmärkten. Die Albrecht-Brüder eröffneten ihren ersten Aldi-Markt bereits 1962. 2 Jahre später gibt es plötzlich einen Norma. Du verstehst, du musst mitziehen. In Backnang wird 1968 dein erster Verbrauchermarkt, der Handelshof, eröffnet. Werbung ist alles, das ist dir klar. Und wer könnte die Deutschen mehr begeistern als ein Stargast? Dir fällt da schon einer ein. Chris Howland, der britische Schlagersänger, der in Deutschland für seinen englischen Akzent in seinen deutschen Schlagern geliebt wurde. Die Eröffnung war ein glatter Erfolg. Von nun an sollte jeder Bürger der Bundesrepublik dein Unternehmen kennen.
Du überlegst, wie es weitergehen kann. Für dich ist das lange noch nicht alles. Die Albrecht-Brüder haben es vorgemacht, mit deinem bald größten Konkurrenten Aldi. Ein Discountmarkt mit günstigen Preisen und einfacher Gestaltung. Das ist es, wohin die Zukunft geht. Gerade in der Nachkriegszeit wollen die Deutschen viel essen für wenig Geld. Doch der Billigmarkt hat auch Nachteile. Die Menschen sind es nicht gewohnt, sich selbst zu bedienen. Außerdem ist das Sortiment viel zu klein und die Ausstattung der Märkte ziemlich spärlich. Hausfrauen, die bis dato eine freundliche Bedienung genossen haben und sich über einen kleinen Wortwechsel mit der Verkäuferin freuen, wehren sich gegen das neue System. Aber aller Widerstand ist zwecklos, denn die Discounter kommen in einer Flutwelle über das Land und mit ihnen auch du. Du hast schon lange gemerkt, dass du deine Geschäfte umbauen lassen musst, wenn du mit Aldi mithalten willst. Also wagst du etwas, das nicht nur deine größten Konkurrenten erschreckt. 1973 eröffnest du deinen ersten Discounter Lidl in Ludwigshafen. Wir fragen uns, wie aus Lidl Lidl werden konnte, wenn der Gründer ein Schwarz war. Nun, dieses Thema der Namensgebung für deinen Discounter hat auch dir einige Kopfschmerzen bereitet. Jetzt mal ehrlich, welcher Deutsche sagt schon gern, ich gehe beim Schwarzmarkt einkaufen oder ich fahre zum Schwarzmarkt? Dir wird schnell bewusst, dass dein Name nicht der passende für deinen Laden ist. Also überlegst du, wie du dieses Problem aus der Welt schaffen kannst. Du möchtest dein Geschäft gern Lidl nennen. Warum? Kurz und knapp, ein Name, der sich einprägt und den Leuten ein Gefühl von Aldi vermittelt. Doch Lidl ist nicht dein Name, also kannst du ihn nicht einfach so verwenden. Eine Lösung muss her. Eines Tages klingelt es an deiner Tür. Es ist dein Vater. Er spricht mit dir und deiner Frau über Ludwig Lidl, den pensionierten Lehrer und Kunstmaler. Du zögerst nicht lange und rufst Ludwig an. Dein Vater steht neben dem Schreibtisch. Du erklärst ihm, dass du dich gern mit ihm treffen möchtest und dass es sich um ein unwiderstehliches Angebot handelt. Ludwig stimmt zu und kurz darauf trefft ihr euch. Für 1000 D-Mark kaufst du ihm seinen Namen ab. Es ist die Geburt der Lidl-Märkte. Doch wo Lidl draufsteht, da ist eigentlich Aldi drin. Du hast den Discount-Riesen systematisch kopiert und ab diesem Tag hatten die Albrecht-Brüder einen ernstzunehmenden Konkurrenten. Die beiden waren schockiert. Deutschland war damals im Aldi-Rausch und bis zu diesem Zeitpunkt gab es keinen Discounter, der ihnen den ersten Platz der Billig-Discounter im Land hätte streitig machen können. Das hatten sie nicht erwartet. Für die beiden muss es sich wie ein schlechter Albtraum angefühlt haben. Für dich war es ein Siegeszug, nicht nur weil du dem Platzhirsch den Kampf angesagt hast, sondern auch weil dich ihre Arroganz nervt. Immer waren sie sich sicher, dass du nie an sie herankommen würdest. Du hast es ihnen gezeigt. 1976 macht dein Unternehmen unglaubliche Umsätze von 600 Millionen D-Mark. Doch dein Höhenflug sollte von einer familiären Tragödie begleitet werden. Dein Vater muss sich kurze Zeit komplett aus dem Geschäft zurückziehen. Der Arzt hatte ihm Nierenkrebs diagnostiziert, im Endstadium. Im März 1977 stirbt er schließlich an seiner erbarmungslosen Krankheit. Natürlich ist es ein Schlag für dich. Doch du weißt, dass er nicht gewollt hätte, dass du dich hängen lässt und so erlaubst du nicht, dass sein Tod dich aufhält. Lidl wächst unter deiner Herrschaft weiter zu einem beliebten Discountmarkt heran. Wie hast du es geschafft, den Umsatz deines Unternehmens so rapide zu steigern? Was war dein Geheimrezept? Nennen wir es Schicksal. Ein Jahr bevor dein Vater starb, passierte etwas in deinem Leben, das deine Einnahmen nur 4 Jahre später auf 2,3 Milliarden D-Mark steigern soll. Ein Mann war in dein Leben getreten. Sein Name Klaus Gehrig, ein Top-Aldi-Manager, hatte sich damals bei dir 1976 um eine Stelle beworben. Aldi hatte sofort Lunte gerochen und gehandelt. Er war gekündigt worden, denn der Stolz der Albrecht-Brüder war viel zu groß gewesen, als einen solchen Verrat verzeihen zu können. Du wusstest zu jener Zeit schon, dass ein Manager, der Eigeninitiative besitzt, Gold wert ist. Dein Vater hatte jedoch gezögert und sich gefragt, ob ihr Klaus überhaupt einstellen solltet. Schließlich wurde er bei Aldi gefeuert und euer Ruf steht auf dem Spiel.
Doch du hattest es damals geschafft, ihn zu überzeugen und Klaus angerufen. Mit ihm hatte sich alles verändert. Er ist ein Mann, der knallharte Entscheidungen trifft und wird in den kommenden Jahren dein stärkster Mitarbeiter. Lidl expandiert nicht nur, nein, es explodiert beinahe. Aber mit dem Umsatz wächst auch eine bestimmte Angst in dir. Wovor? Es waren die 70er Jahre, in denen immer wieder Kaufleute oder ihre Familienmitglieder Gewaltverbrechen zum Opfer fallen. Theo Albrecht, der Gründer von Aldi, wird entführt und kommt erst nach einer Lösegeldforderung von 7 Millionen D-Mark wieder frei. Auch Richard Oetker, der Sohn des bekannten Lebensmittelherstellers, wird entführt und kommt bei den qualvollen Foltermethoden der Entführer beinahe ums Leben. Noch heute zeugen die Spuren an seinem Körper, wie grausam seine Entführung war. In dieser Zeit erhältst auch du eine Entführungsdrohung gegen deine Tochter. Dein Haus an den Weinbergen von Heilbronn erscheint dir nicht mehr sicher. Du entscheidest dich, vom Stadtrand in eine belebte Wohngegend zu ziehen. Angst und Sorge machen sich in dir breit. Dir bleibt nur eine Wahl. Du tauchst unter und entziehst dich völlig dem öffentlichen Leben und der Presse, um deine Töchter zu schützen. Doch dein Unternehmen wächst kontinuierlich weiter, bis nach Frankreich, Italien, Großbritannien und Österreich. Dann kommt das Jahr 1989. Die Bürger der DDR beginnen, sich gegen ihr Regime aufzulehnen, was in der Wiedervereinigung endet. Für Deutschland schreibt dieses Geschehnis Geschichte. Für dich öffnet sich die Tür in eine neue Welt. Die Mauer war noch nicht richtig gefallen, da eröffnest du in den neuen Bundesländern das Kaufland. Da dir ein Gebäude fehlt, beginnst du, deine Waren aus einem großen Zelt heraus zu verkaufen. Im Osten wird der Kaufland der Marktführer, weil du wieder einmal etwas gewagt hattest, was vielen Zweifeln bereitete. Die Albrecht-Brüder waren im Gegensatz zu dir zögerlich gewesen, wenn es um eine Expansion ging, doch nicht du. Das stellt sich als richtig heraus. 1999 bist du nicht mehr der Jüngste und lässt deshalb das operative Geschäft hinter dir, aber nicht um in Ruhestand zu gehen, sondern um endlich neue Pläne zu schmieden. Eines Tages rufst du Erhard Klotz an, deinen alten Freund, der damals der Oberbürgermeister von Neckarsulm war. Du sagst ihm, dass du sowohl Lidl als auch Kaufland in eine Stiftung für gemeinnützige Zwecke einbringen willst, denn trotz all deines Erfolgs bist du ein Mensch geblieben. Das hört sich gut an, oder? Schon, aber was dich offiziell zu einem guten Menschen macht, ist nicht das, was sich hinter den Kulissen abspielt. Klaus ist nun der neue Chef deines Unternehmens. Deine Mitarbeiter nennen ihn den Killerwal. Warum? Sobald einer der Angestellten nicht mehr ins Programm passt, fliegt er raus. Es wird langsam klar, dass der Erfolg der Schwarzgruppe auf ein effizientes Management, brutale Preiskämpfe mit der Konkurrenz und untragbare Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiter zurückzuführen ist. »2004 erhebt die Gewerkschaft Verdi gegen dein Unternehmen schwere Vorwürfe. Die Arbeitsbedingungen seien untragbar. Auf deinen Angestellten lastet massiver Druck und Angst ist ein ständiger Begleiter in deinen Filialen. Ulrike Schramm de Robertis, eine Lidl-Filialleiterin, die in der Zeit von 2002 bis 2010 für dich tätig war, sagt, »Man ist immer unter Zeitdruck. Man wird nicht respektiert. Jeden Tag muss man Angst haben, dass man seine Arbeit verliert.« Sie hat es mehrmals erlebt, dass der jeweilige Vorgesetzte in die Filiale kam und sagte, »Wenn Sie nicht an dem und dem Tag arbeiten, obwohl Sie frei hätten, dann wissen Sie ja, was Ihnen blüht.« Unbezahlte Überstunden werden für deine Mitarbeiter zur Normalität. Aber das ist noch nicht alles. Sie müssen immer auf Abruf parat stehen, Schikanen aushalten und knallharte Kontrollen über sich ergehen lassen. Mehr als 100 Angestellte prangern dich plötzlich öffentlich an. Es ist die Angst, welche die Menschen dazu bringt, bei Lidl zu bleiben und unter diesen Bedingungen weiterzuarbeiten. Wenn die Tür aufliegt und der Verkaufsleiter reinkommt, rennen alle. Bei jedem Einzelnen bricht binnen Sekunden Panik aus, irgendetwas falsch zu machen oder nicht genug zu machen. Dein Unternehmen ist offiziell erkrankt. 2004 steht Lidl und damit auch du stark in der Kritik der Öffentlichkeit.
Die 100 Angestellten kennen dich nicht persönlich, doch Stimmen machen sich breit, die sagen, der Fisch stinkt von oben. 2008 erwartet dich schon der nächste Skandal. Es kommt raus, dass Lidl seit Jahren seine Angestellten mit heimlich installierten Kameras ausspioniert und sogar Privatdetektive einsetzt. Dinge wie Mitarbeiter, die morgens schon verschwitzt mit dem Fahrrad zur Arbeit kamen und schrecklich rochen, oder wie oft jemand auf die Toilette geht, wurden in den Detektivprotokollen über die Angestellten festgehalten. Worte wie unfähiger Mitarbeiter, arglistig und arbeitsscheu tauchen in den Protokollen auf. Mit Stasi-Methoden wird beschrieben, wie viel die Angestellten bei einem privaten Lidl-Einkauf bezahlen. Telefongespräche wurden belauscht, wie zum Beispiel eines einer Mitarbeiterin, die sich mit einer Freundin zum Kochen verabreden wollte, sich aber nicht sicher war, ob sie genug Geld für den Einkauf auf dem Konto habe. Über 200 deiner Filialen werden von der Belegschaft auf diese Weise überwacht. Die Öffentlichkeit reagiert auf diese Vorwürfe unbarmherzig und schnell. Deine Umsätze sinken rapide und der Druck auf einen Kommentar deinerseits wächst. Was nun? Du bist kein Mann, der gerne vor der Kamera steht und schon gar nicht, wenn es um derartige Anschuldigungen geht. Also springt der Killerwal Klaus an deiner Stelle ins Löwengehege und tritt öffentlich bei der deutschen Talkshow Kerner auf, um sich zu den Vorwürfen zu äußern. Klaus mag ein Top-Manager sein, doch er ist nicht gerade redegewandt und macht die Sache an diesem Tag nur noch schlimmer. Auf die Frage nach der Überwachung deiner Mitarbeiter antwortet er folgendes: In gewisser Weise war es Dappigkeit, dass so etwas gemacht wurde. Das erhitzt die Gemüter. Er erweckt den Zorn der Journalisten, die ebenfalls mit im Studio sitzen. Die Schlacht um deinen guten Ruf beginnt. Du sitzt kopfschüttelnd vor deinem Fernseher und verfolgst das Szenario. Dann vergreift er sich noch mehr im Ton und behauptet: Ich sagte Ihnen, dass ich davon nicht gewusst habe. Wir haben 48.000 Mitarbeiter und diese 48.000 Mitarbeiter sind größtenteils mit unserem Unternehmen zufrieden. Und da lasse ich mir hier nicht von ein paar so Quertreibern die Stimmung kaputt machen. Autsch. Nach dieser Talkshow ist der Image-Schaden deines Unternehmens noch größer als zuvor. Du glaubst nicht, was du da mit deinen eigenen Ohren gehört hast. Du musst etwas unternehmen, das weißt du, doch Klaus auf die Straße zu setzen, das kannst du nicht. Zu lange hat er deinen Rücken gestärkt und zu viel harte Arbeit hat er in Lidl gesteckt. Kurze Zeit später bringst du den neuen Deutschlandchef Jürgen Kissebert ins Rennen. Die Arbeitsbedingungen werden unter ihm um einiges verbessert. Ein Zeichen für die Deutschen, dass die Schwarzgruppe gelernt hat, dass das Unternehmen Lidl ohne zufriedene Mitarbeiter nicht in der Lage gewesen wäre, so weit zu kommen. Auch dir ist das klar. Seitdem geht es wieder etwas aufwärts. Um die Umsätze noch weiter zu steigern, versuchst du dich auch auf einem neuen Gebiet. Du schaltest 2009 die erste Lidl-eigene Fernsehwerbung. Für dich ist das eine Revolution und dein Unternehmen bekommt einen eigenen Werbeslogan. Lidl lohnt sich. Ganz sicher für dich, denn dein Gesamtvermögen wird heute auf 39 Milliarden Euro geschätzt. Du bist der König der Händler in der Bundesrepublik, trotz all der Schikanen, die deine Mitarbeiter ertragen mussten. Oder vielleicht genau deshalb? Dein exaktes Vermögen bleibt allerdings ein großes Geheimnis, genau wie deine Person selbst. Und wer so versteckt lebt, der muss damit rechnen, dass sich Gerüchte um ihn bilden. Aber das ist dir egal. Du lebst sehr zurückgezogen. Am Chiemsee hast du dir ein kleines, prunkvolles, privates Grundstück gekauft, um dort mit der Familie Urlaub zu machen. Für deine Heimatstadt Heilbronn tust du fast alles. Jährlich spendest du Geld für die Renovierung des Kirchturms, stiftest Kunst für die Stadt, unterstützt das Württembergische Kammerorchester. Doch das meiste Geld sickert in Wissenschaft und Bildung. Das Geld ist nicht dein Privatvermögen, es kommt aus deiner Stiftung, die genauso versteckt agiert wie du selbst. Doch du hast ein Problem. Du hast keinen männlichen Nachfolger für dein Unternehmen und deine Töchter zeigen keinerlei Interesse an einer Übernahme. Aber du bist nicht mehr der Jüngste. Du gehst auf die 70 zu und ziehst immer noch die Fäden deines Unternehmens aus dem Hintergrund. Lange Jahre scheint es auch für Klaus keinen Nachfolger zu geben. Er ist noch im Alter von 70 der Top-Manager bei Lidl.
2017 kommt dir schließlich die nächste Idee für eine Veränderung in den Sinn. Du erinnerst dich an deine Jugendreise in die USA. Daran denkst du gern zurück. Dein Entschluss steht. Du expandierst mit Lidl nach Amerika. Leider ist für die Amerikaner das Verkaufssystem eines Billigdiscounters nichts Neues und sie stehen den deutschen Filialen skeptisch gegenüber. Der Schuss geht unweigerlich nach hinten los. Du kannst keine Umsätze in den USA erzielen. Doch Stillstand ist nichts für dich und auch nicht für dein Unternehmen. Von einer Niederlage dieser Art wirst du dich nicht entmutigen lassen. Mit der digitalen Kundenkarte Lidl Plus sollst du ab 2019 neue Schlagzeilen machen. Verkauft wird dieses Projekt als Bonusprogramm für Sonderangebote. Jedoch ist nichts auf der Welt umsonst. Deine Kunden zahlen zwar nicht mit Geld, aber mit Daten. Bei jedem Scan eines QR-Codes bekommst du einen umfangreichen Einblick auf ihr Kaufverhalten. Datenschützer sehen dies kritisch. Mit dem Instrument der Geolokalisation kannst du zum Beispiel wissen, ob ein Kunde gerade auf dem Sofa sitzt oder schon im Supermarkt ist, um die passenden Angebote zu schicken. Kundentransparenz in vollen Zügen. 2021 erreicht dann eine Nachricht die Öffentlichkeit. Überraschender Machtwechsel bei Lidl. Klaus Gehrig hat mit sofortiger Wirkung gekündigt. Gerüchte machen sich breit, dass ihr euch in den Haaren hattet und die sind nicht von so weit hergeholt. Klaus wird sich äußern, dass er sich mit dir über eine für ihn wichtige Personalie nicht einigen konnte und dass dies der Grund für sein plötzliches Ausscheiden war. Dein Unternehmen hingegen wird in deinem Namen von einem ungetrübten Verhältnis sprechen. Doch wer soll jetzt der Top-Manager werden? Vorübergehend übernimmst du selbst die Führung. Dann soll Gerd Schranowski übernehmen, der schon seit über 20 Jahren für dich tätig ist. Wie gesagt, die Welt weiß nicht viel über dich. Für all die Jahre hast du es geschafft, im Verborgenen zu leben. Jetzt bist du ein alter Mann. Doch du versuchst, Körper und Geist fit zu halten. In deiner kleinen Gymnastikgruppe machst du mit Freunden gemeinsam Sport zu ABBA-Musik. Aber der Ort wird wie alles in deinem Leben streng geheim gehalten. Laut dem Kölner Handelsforschungsinstitut EHI gehört dein Lidl-Konzern mittlerweile zu den Top 10 der E-Commerce-Händler. Und das, obwohl du online kaum Lebensmittel anbietest. Dein Konkurrent Aldi ist demnach nicht einmal unter den Top 100. Du jedoch befindest dich auf dem 8. Platz. Mit 1.022.000.000 € Umsatz. Deine Schwarzgruppe stellt sich gerade auch als Digitaldienstleister auf und gehört heute schon zu den größten deutschen Cloud-Anbietern. 2021 hast du für 700 Millionen US-Dollar den israelischen IT-Security-Spezialisten XM Cyber mehrheitlich übernommen. Dein Ziel ist es, eine Alternative zu den Cloud-Angeboten von Amazon, Google und Microsoft aufzubauen. Aber dein Unternehmen steht seit kurzem wieder einmal am Pranger. Diesmal geht es nicht um das Leid deiner Angestellten, sondern um das des Billigfleisches und das ist nichts für schwache Mägen. Dein Unternehmen Lidl ist dafür bekannt, günstiges Hühnerfleisch in großen Mengen zu verkaufen. Das ist unumstritten für einen Discountmarkt. Doch wie kann Lidl eigentlich die Preise so günstig halten? Deutschland im Jahr 2022. Tierschützer decken mit Undercover-Videomaterial auf, was wirklich hinter den Kulissen deiner Lidl-Hühnerfleischlieferanten passiert. Die Bilder erschrecken nicht nur uns, sondern das ganze Land. Was man Qualzuchten nennt, wird gezüchtet, um schnell zu wachsen und fett zu werden, damit innerhalb weniger Wochen das Schlachtgewicht erreicht werden kann. Doch die Knochen und Organe der Hühner sind nicht dafür ausgelegt. Die Tiere brechen unter ihrem eigenen Gewicht zusammen. Viele davon sterben unter diesen qualvollen Voraussetzungen und haben nie Tageslicht erblickt. Für die, die die Farm überleben, geht das Grauen weiter. Tom Harrock, ein britischer ehemaliger Zulieferer für Lidl, bricht sein Schweigen. Er beschreibt die Zustände in den Lidl-Hühnerfarmen als einen absoluten Albtraum. Hühner werden von Transportlastern routinemäßig einfach überfahren und zu Tode gequetscht.
Tom erinnert sich. Ich fand einige, die waren noch am Leben. Alle hatten gebrochene Beine. Trotzdem versuchten sie, mit letzter Kraft vor mir davonzulaufen. Bei anderen hingen die Eingeweide heraus. Er musste einsammeln, was von ihnen übrig geblieben war. Du behauptest, Lidl habe strenge Tierschutzstandards. Tom wurde gesagt, es ist ein Teil des Jobs, so ist das nun mal und es ließe sich nicht wirklich vermeiden. Die Hühner für Lidls Billiggeflügel haben nur 6 Wochen, um groß genug für die Schlachtung zu werden. Wenn die Tiere auf dem Rücken liegen, dann ist das ein sicheres Zeichen dafür, dass sie erstickt sind oder einen Herzinfarkt hatten. Tom erzählt weiter. Die Kranken werden brutal getötet. Immer wieder musste ich ihre kleinen Hälse umdrehen. Das Ammoniak der dreckigen Stallböden verätzt ihre empfindlichen Füße. Nach 6 Wochen werden die Hühner dann in winzige Käfige gestopft und nach langem Transport im Schlachthaus getötet. Aber deine Filialen verschleiern die Wahrheit. Angeblich steht das Tierwohl an oberster Stelle. Und nicht nur das. Bei einer Untersuchung des Hühnerfleischs bei Lidl waren 71% der Proben mit antibiotikaresistenten und Fäkalkeimen kontaminiert. Das Hühnerfleisch, von dem die Probe entnommen wurde, stammte aus der Lidl-Eigenmarke Metzger Frisch. Uns ist bewusst, dass dies nicht nur bei deinem Unternehmen der Fall ist, denn bei diesen katastrophalen Zuständen spielt die Massentierhaltung eine entscheidende Rolle. Damit die Tiere, die auf engstem Raum zusammengepfercht leben, nicht krank werden, wird ihnen Antibiotika in Massen zugefüttert. Das hat auch körperliche Auswirkungen auf uns. Immerhin 33.000 Menschen sterben jedes Jahr an antibiotikaresistenten Keimen. Da unser Körper sich an die täglichen Mengen Antibiotika gewöhnt hat, ist es schwer, Bakterien oder Viren mit diesem medizinischen Stoff zu bekämpfen. Aber um das Fleisch billig zu halten, gibt es nur einen Weg, die Massentierhaltung. Und mit ihr beginnt ein Teufelskreislauf. Ist es das wirklich wert? Dein Billig-Discounter ist zu einem beliebten Einkaufsmarkt geworden. Heute hat Lidl allein in Deutschland 3.200 Filialen. In ganz Europa sind es 10.400. Immerhin 575.000 Menschen arbeiten für dich und die Schwarzgruppe. Was dich betrifft, so bist und bleibst du ein Phantom. Oft von neugierigen Journalisten gejagt und doch ein Mann, dessen Leben sich meist im Hintergrund abspielt. Wenn wir heute durch Heilbronn spazieren, dann könntest du dich eigentlich hinter jedem alten Mann verbergen. Wer deine Freunde um Informationen oder Auskünfte bittet, der stößt auf stumme Worte. Die Heilbronner respektieren deinen Wunsch, verborgen zu bleiben. Und so tragen sie den Stolz für ein Unternehmen, welches von einem mysteriösen Geschäftsmann aufgebaut und geleitet wurde, bis heute in ihrem Herzen. Wir sind am Ende angelangt und hatten dir ja eine Überraschung versprochen. Klick dich doch auf unsere offizielle Seite Patreon ein. Dort kannst du alle Videos von uns ohne lästige Werbung genießen. Ein exklusiver Testzeitraum von 7 Tagen wartet hier auf dich.